Wie können wir mit der Macht der Gedanken unser Leben vom Negativen ins Positive ändern? Das ist das Thema des heutigen Videos und ich möchte euch ein weiteres Werkzeug mitgeben, mit dem ihr jeden Tag arbeiten könnt. Mein Name ist Beth Anthony, ich bin Hypnosetherapeutin seit vielen Jahren und begleite Menschen dabei, ein glückliches, zufriedenes, selbstbestimmtes, gesundes und vor allem ein suchtfreies Leben zu führen. Die Macht der Gedanken. Man stellt sich so vor, man braucht nur jeden Tag irgendwie was Positives denken und dann verändert sich schon unser Leben. So ist es leider nicht. Weil, wie ich schon in einem anderen Video erwähnt habe, wir denken so durchschnittlich 60.000 bis 80.000 Gedanken pro Tag und nur heiße 3% sind davon positiv. Und da wir auch nur 1% bewusst sind und eben restliche 99% unterbewusst, ist es ein Zeichen, dass wir mit unserem Unterbewusstsein arbeiten müssen und auch wissen müssen, wie das überhaupt funktioniert, so dass wir mit unserer Macht der Gedanken auch richtig arbeiten können. Und das erkläre ich euch in diesem Video. Einerseits eine Technik, andererseits werde ich euch 2 bis 3 Beispiele nennen, wo ihr sehen könnt, wo es sich mehr veranschaulicht, dass man wirklich unheimlich viel bewirken kann mit Gedanken. Eins möchte ich aber noch, bevor wir richtig anfangen, erwähnen. Wenn wir nicht achten auf unsere Gedanken, denken wir immer dasselbe wie am Vortag. Und ich werde auch noch mal ein bisschen in diesem Video darauf eingehen, warum das so ist. Ihr müsst euch einmal als erstes vorstellen, dass wir 80.000 Informationen pro Sekunde, und das ist eine enorme Zahl, aufnehmen. Wir nehmen 80.000 Informationen pro Sekunde auf. Und diese, also der Hauptteil, also ein ganz ein kleiner Teil von diesen 80.000 Informationen nehmen wir wahr, aber den Rest von dieser Zahl wandert sofort ins Unterbewusstsein. Wenn du dir nur vorstellst, welche Menge an Informationen pro Tag da reinwandern und zum Beispiel in meinem Fall, ich bin 47, können wir uns vorstellen, was da alles drinnen ist. Und diese ganzen Informationen sind in unserem Unterbewusstsein und das ist an sich eine tolle Sache. Wir müssen uns das Unterbewusstsein so vorstellen, dass es wie eine Festplatte ist. Das ist ein Prozessor, eine Festplatte. Und von der ersten Sekunde deines Lebens bis zu dem heutigen Tag ist alles in dieser oder auf dieser Festplatte gespeichert. Da geht nichts verloren. Ich gehe sogar so weit, dass ich auch noch hinzufüge, dass alle Informationen unserer Vorfahren auch auf dieser Festplatte sind. Also diese Festplatte ist eigentlich wie ein Wunder. Und diese Festplatte, unser Unterbewusstsein, verfügt über extremste Ressourcen und über extremste Möglichkeiten. Wenn wir jetzt nur 1% bewusst sind und wir so viel Informationen bekommen, dann heißt das, dass wir eigentlich nur einen Bruchteil davon nutzen. Und da das Gehirn ja immer bedacht ist darauf, dass wir so wenig Aufwand haben, also dass wir in Wirklichkeit immer nur einen ganz kleinen Teil davon nutzen, wissen wir gar nicht, was da für Wunder eigentlich schlummern in uns, weil wir das überhaupt nicht mitbekommen. Weil umso älter wir werden, umso mehr verfestigt sich unser Denken, unser Leben, unser Handeln, unser Reden, unser Sein. Und das wird dann zum Automatismus. Das Unterbewusstsein ist noch eine wichtige Information, kann nicht unterscheiden, ist das gut, ist das schlecht, tut mir das gut, tut mir das nicht gut, sondern es macht immer nur das, wo es sich denkt, dass es eine hohe Priorität hat. Wenn ich zum Beispiel immer an meine Arbeit denke und an die Bücher, die ich lese und an die Themen, mit denen ich mich beschäftige, hat das ein Zeichen für mein Unterbewusstsein, dass das eine hohe Priorität für mich hat.
Und dann wird es sagen, okay, das ist Priorität Nummer 1 für die BED, also setze ich alles daran, um ihr so viel Informationen wie möglich zu geben zu diesem Thema, dass es sich entwickeln kann. Es kann aber auch ganz anders laufen. Wenn ich jetzt sage, ich bin so unglücklich und in meiner Familie rennt es nicht so gut und mit meinem Partner rennt es auch schon so lange nicht mehr gut und in Wirklichkeit bin ich depressiv und weiß ich nicht was, dann sagt das Unterbewusstsein auch da. Das hat die höchste Priorität, also werde ich der BED zeigen, dass die Welt weiterhin negativ bleibt und weiterhin die Beziehung nicht gut läuft oder weiterhin die Familie so chaotisch ist. Also das Unterbewusstsein muss uns bewusst sein, ist nicht ein Mensch mit Gefühlen, mit okay, mir tun die Kartoffelchips jetzt nicht so gut, also lasse ich sie die nicht essen. Sondern das Unterbewusstsein sagt, okay, sie denkt immer wieder an die Kartoffelchips zu dem gleichen Zeitpunkt, also das heißt dann, okay, Bett, Küche, Kartoffelchips holen, essen, bababababa. Ja? Also es muss uns klar sein, es will eigentlich immer nur das tun, was du am meisten denkst, aber es unterscheidet nicht, ob es gut ist oder schlecht. Jetzt haben wir natürlich auch in der Kindheit die Grundbasispaket unseres Unterbewusstseins bekommen, weil vom 1. bis zum 6. Lebensjahr, das sind die wichtigsten Informationen, die wir erhalten haben und das ist das Grundpaket. Und später neigen wir leider dazu, dieses Grundpaket immer wieder zu bestätigen, dass das richtig ist. Habe ich da negative Glaubenssätze drinnen? Habe ich in späterer Folge destruktive Lebensarten wie Süchte? Oder bin ich depressiv gestimmt? Ja, weil ich das als kleines Kind von meiner Umgebung auch so wahrgenommen habe, weil da waren keine glücklichen Menschen. Und dann bestätige ich das in späterer Folge immer wieder und das wird dann immer größer. Ja, also umso länger ich immer dasselbe denke, umso länger ich immer dasselbe mache, umso stärker wird es bestätigt und umso schwerer ist es, rauszukommen, weil es einfach immer mehr wird und das andere Gute sinkt irgendwo in einen ganz tiefen Keller. Was jetzt sehr wichtig ist, das Unterbewusstsein und wir, wie wir aufgewachsen sind als Kinder, wir denken in Bildern. Wenn wir denken, wird ein Bild erzeugt. Das kennt ihr sicher, wenn ihr zum Beispiel so nachdenkt, zum Beispiel über eure Vergangenheit. Ich merke das selber bei mir, fällt man richtig in so Szenen hinein und sieht man dann auch die Personen und man malt sich dann auch den Umkreis und die Umgebung aus. Also wir denken in Bildern. Und das Wichtigste ist, das Unterbewusstsein mag alles in Bilder verpackt bekommen. Dann tut es sich richtig leicht. Und das ist der Unterschied zwischen der Macht der Gedanken und der Bilder, mit denen man mit dem Unterbewusstsein arbeiten kann. Natürlich kann ich mir immer Affirmationen sagen. Beim Aufwachen in der Früh und vorm Einschlafen bewirkt sehr viel. Nur wenn ich in kurzer Zeit etwas verändern will, wirklich etwas verändern will in meinem Leben, muss ich mit Bildern arbeiten. Ein Beispiel. Carnegie beschreibt in seinem Buch von einer Klientin, die kommt zu ihm in die Praxis und sagt, die ist immer ein bisschen so negativ gestimmt und nicht glücklich und nicht happy und sie erarbeiten im Gespräch, was ihr eigentlich fehlt in ihrem Leben. Und sie sagt, eigentlich ein Partner, ihr fehlt ein Partner, sie wünscht sich schon so viele Jahre einen passenden Partner. Sie möchte nicht mehr alleine sein und nicht mehr einsam in ihrem Leben. Und sie denkt, dass das die Ursache ist für ihre negative Grundstimmung. Dann gehen die beiden her und erarbeiten sich einen kleinen Filmclip. Jetzt nicht einen Hollywood-Film von 1,5 Stunden, sondern wie ein Werbefilm. So einen 1,5 bis 2 Minuten Filmclip. Und er sagt, sie soll sich überlegen,
wo sie ihren Partner finden könnte. Sie soll sich ein Bild vorstellen, wie sie zum ersten Mal oder wo sie zum ersten Mal diesen Mann, der ihr Partner wird, sehen wird. Und sie malt sich eine kleine Geschichte aus, wie sie in einem Café sitzt. Sie malt sich aus, was sie anhat. So eine rote Bluse hat sie an. Die Sonne scheint, sie sitzt in einem Café, bestellt sich einen Cappuccino, Hausnummer oder einen Tee. Und während sie so in dem Café sitzt, kommt auf einmal ein fremder Mann, kommt zu ihrem Tisch und fragt, ob er Platz nehmen darf. Und sie sieht genau den Mann, was der anhat, ob der lächelt, circa sieht sie, wie der aussieht. Also sie macht sich, die Klientin macht sich einen kurzen Film von einer Szene, von dem ersten Tag, wo sie weiß, dass sie diesen neuen Mann kennenlernen wird. Und sie ist völlig überzeugt von diesem Film. Und sie ist völlig überzeugt, dass sie, indem sie sich diesen Film immer runterspielt, Tag ein, Tag aus, das so kommen wird, wie sie sich den Film ausgemalt hat. Jetzt kommt noch ein Zusatz, ein wesentlicher. Die beiden haben besprochen auch noch, wann genau dieser Mann in ihr Leben treten soll. Und sie haben sich festgelegt auf heiße 21 Tage. Und das fand ich sehr spannend. Weil an diesem Beispiel sieht man, wie man eigentlich etwas erreichen kann durch die Macht der Gedanken, durch die Macht des Unterbewusstseins. Nur wenn man weiß, wie man sie richtig benutzt, dass man relativ schnell etwas verändern kann im Leben. Also was will ich euch mit diesem Beispiel sagen? Wenn ihr mit eurem Unterbewusstsein arbeiten möchtet und mit euren Gedanken, weil die Gedanken erzeugen diese Bilder, ja, dann braucht ihr ein Ziel, und dieses Ziel packt ihr in eine Geschichte, legt auch noch quasi einen Zeitraum fest, zum Beispiel in den nächsten 3 Monaten oder im nächsten halben Jahr, ja, und verpackt, macht, produziert einen Film. Ein Beispiel. Mein Mann und ich haben jetzt seit einiger Zeit beschlossen, dass wir wieder weiterziehen werden. Also wir werden jetzt das Land Spanien verlassen und haben uns für ein neues Land entschieden, weil wir sagen, im Moment gefällt uns Europa nicht so gut und werden das in Bälde tun. Und mein Input war aber dieses Mal, dass wir gleich diese Situation nutzen und altes, was wir nicht mehr machen wollen, alte Routinen und alte Erfahrungen, die wir ändern wollen, nutzen wir gleich die Gunst der Stunde und machen es dann im neuen Leben oder in dem neuen Land, wo wir hingehen werden, nicht mehr. Also wir schauen, wir gehen einfach her und sagen, okay, was wollen wir ändern vom bisherigen in unserem Leben? Was wollen wir loswerden? Was wollen wir anders machen? Und wenn wir dann quasi dann dort sind im neuen Land, schauen wir, dass wir nicht die alten Fehler wieder machen, sondern schauen einfach so, dass wir dort neu beginnen, also quasi ein Neustart. Und dazu haben wir uns hingesetzt und haben wir eine Liste gemacht und haben gesagt, okay, was wollen wir dieses Mal verändern? Und dann haben wir so in die Vergangenheit geschaut und habe ich in meiner Etappe unseres Lebens gezeigt, wo ich gesagt habe, ja, das war einfach die beste Zeit. Da haben wir sehr im Grünen gewohnt, da haben wir wieder auf einem Berg gewohnt, da haben wir nicht so viel gearbeitet, wir hatten keinen Stress, die Kinder waren immer um uns herum, wir haben selbst für uns gesorgt, wir haben jeden Tag für uns gute Dinge gekocht, wir waren entspannt. Wir waren nicht so viel aus, wir waren eher in unserem Kreis. Und das haben wir definiert und dann haben wir uns einen Clip gemacht, einen Filmclip. Und diesen Filmclip habe ich zeitlich limitiert auf 2 Monate. Und jetzt hat 2 Monate mein Unterbewusstsein Zeit, mit diesem Filmclip zu arbeiten.
Also wenn ich jetzt in der Früh aufstehe und mir diesen Filmclip runterlaufen lasse und am Abend, dann merkt durch diese Wiederholung mein Unterbewusstsein, das hat eine hohe Priorität und sucht alle Ressourcen aus meinem Unterbewusstsein zusammen und schaut, dass das so sein wird, wie ich es mir mit diesem innerlichen Film ablaufen lasse. Also wollen wir das nochmal zusammenfassen. Wenn ihr etwas Wirkliches verändern wollt in eurem Leben, dann ist es wichtig, dass ihr euch einen Filmclip macht. Euch als erstes ein Ziel setzt, was will ich, wie schaut das aus, dann einen Filmclip macht, der positiv ist, wo es eben keine Begrenzungen gibt. Nein, das kann eh nicht sein, also schneide ich da ein bisschen was vom Filmclip weg oder das kann nicht sein. Nein, es kann alles sein. Ihr macht euch ein Filmchen und der ist positiv hinterlegt und den lasst ihr euch innerlich in der Früh beim Aufwachen ablaufen und auf jeden Fall vom Schlafen gehen. Ein Punkt ist, wenn ihr jetzt irrsinnig negativ drauf seid oder ganz schlecht gepolt im Moment, ja, würde ich als erster schauen, dass man durch Entspannung mal runterkommt. Weil wenn ich so ganz fürchterlich gestresst bin oder ganz fürchterlich schlecht drauf bin, ist das keine Basis, wo ich aus dieser Basis hervorragend mit mir arbeiten kann. Man muss immer als erster schauen, dass man mal entspannt ist. Und dann, wenn man wirklich entspannt ist, kann man so einen Filmclip ablaufen lassen. Also wenn ihr in der Früh schon Stress habt und dann sagt, okay, ah, mein Filmclip, so funktioniert das nicht. Ihr müsst immer, wenn ihr euch den Filmclip runterlaufen lasst, in entspannter Position und in einem entspannten Gefühl sein. Wir in der Hypnose bringen auch als erstes den Klienten in eine Entspannung. Von der Entspannung kommt er dann in die Trance und von der Trance, dann kann man mit ihm arbeiten. Und in der Hypnose machen wir auch so Filme und das funktioniert sehr gut. Also eine Zusammenfassung. Wenn wir etwas verändern wollen in unserem Leben, müssen wir leider mit unserem Unterbewusstsein arbeiten, weil wir eben die meiste Zeit nicht bewusst sind und weil bei uns immer der Autopilot abläuft und wenn wir nicht aktiv unser Denken ändern oder aktiv mit unseren Ressourcen arbeiten, wird sich nicht etwas ändern. Dabei ist es optimal, dass wir so viel wie möglich entspannt sind. Und wenn wir wirklich vom Herzen her etwas verändern wollen, dann müssen wir uns auch dafür Zeit nehmen. Wir können uns nicht erwarten, Veränderung passiert sofort, weil wir haben ja immer wieder das Gleiche gelebt und immer wieder uns in dem gleichen Leben auch bestätigt. Und das ist einfach ein Gegenpol, ein sehr starker. Und diesen starken Gegenpol kann man nicht ändern in einem Tag, in 2 Tagen, mit einem Seminar. Das ist alles ein Prozess. Wenn ihr jetzt wirklich sagt, ich möchte verdammt nochmal was ändern in meinem Leben, legt euch einmal ein Ziel fest. Definiert wirklich ein Ziel. Wo bin ich da? Wie schaue ich aus? Was will ich ändern? Anderen Job. Da muss ich mir den anderen Job herholen. In welchem Büro sitze ich oder in welcher Autowerkstätte bin ich da oder wo koche ich oder was auch immer der Job ist. Erstmal sind wir, das Unterbewusstsein kennt keine Grenzen, wir brauchen uns da nicht begrenzen. Wir definieren unser Ziel am besten vom Herzen heraus. Ja? Weil wie Fantasie, wie ein schöner, schöner Fantasy-Clip, der am besten so viele Möglichkeiten und positive Gefühle in einem innerlich hervorruft. Das wäre das Optimum. Also ein genaues Ziel definieren, was möchte ich verändern? Wie schaut das aus? Aus diesem Ziel einen kurzen Filmclip machen, in der Länge eines Werbevideos. Dann immer in entspannter Situation sich diesen Filmclip runterspielen. Optimum wäre in der Früh und am Abend, weil wir da in einer Trance sind. Und Trance bringt uns immer in Entspannung und Trance öffnet am meisten das Unterbewusstsein.
Dann während des Tages, wenn wir uns gut fühlen und träumen können, diesen Filmclip runterspielen. Zeitliches Limit setzen. Und nicht so vorgehen, dass ich dann schon immer währenddessen dann schaue, ah, tritt jetzt schon was ein von dem Filmclip, sondern einfach nur fest dran glauben, tun und immer wieder sich in diesen Clip hineinleben und fühlen im Gedanken. Und dann funktioniert das. Dann sucht dein Unterbewusstsein alle Ressourcen zusammen, weil das Unterbewusstsein ist immer für uns. Nur es kann halt nicht unterscheiden, ob das, was du dir an Bilder, Clips und Gedanken, ob die gut sind für dich oder nicht. Das kann das Unterbewusstsein eben nicht. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und vor allem auch geholfen. Ich freue mich, dass ihr mit dabei wart und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Alles Liebe, Pat Anthony.